Hi, ich wollte euch die Neuheiten von Schmidt-Spiele vorstellen. Als erstes großes Spiel haben wir Forbidden Jungle. Wir versuchen gemeinsam aus dem Dschungel rauszukommen. Es ist also ein Spiel, bei dem wir kooperativ gegen die Aliens kämpfen müssen und bestimmte Aufgaben erfüllen, um aus dem Dschungel rauszukommen. Spiel für 2 bis 5 Spieler, ab 10 Jahre, Spielzeit ungefähr 45 Minuten, kann früher zu Ende sein, wenn ihr sterbt. Fast Blast, ein kleines Kartenspiel. Ab 7 Jahre, 2 bis 6 Spieler und es ist im Endeffekt Mau Mau auf Speed. Wir versuchen alle gleichzeitig unsere Karten abzulegen. Wer zuerst seine 20 Karten abgelegt hat, gewinnt das Spiel. Ligretto Fun Run, das richtige Spiel für nach einem üppigen Abendessen, weil wir spielen nicht nur Ligretto, sondern unsere Stapel liegen an unterschiedlichen Stellen am Tisch. Das heißt also, wir laufen um den Tisch rum und versuchen dabei, möglichst unsere Karten als erstes auf einen gemeinsamen Stapel abzulegen. Es gibt nur noch 4 Ablagestapel im Gegensatz zum normalen Ligretto, wo es 16 Ablagestapel gibt. Und es gibt auch eine Variante für Ältere, wo man am Tisch sitzen bleiben kann. Käferparade, ein Spiel, ein Logikspiel für Kinder, Solospiel. Man kann es aber auch kooperativ spielen, dass also jeder eine Aufgabe hat und wir gemeinsam versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es werden Käfer nach einem bestimmten Prinzip auf einen Plan gelegt und diese Käfer werden vorher vorgegeben, wo sie hinkommen und man muss überlegen, wo passen die anderen Käfer hin, damit es logisch zu der Aufgabe passt. Ist eine schöne Selbstkontrolle drauf, man dreht die Karte um und sieht, ob es richtig war, ob man es richtig geschafft hat und es sind, ich glaube, 25 schwierige und 25 leichtere Aufgaben drin, aber es ist jede Aufgabe reizvoll. Top die Torte. Ein großes Kinderspiel von Wolfgang Warsch und es ist wieder ein Einschätzspiel. Das heißt, wir bauen an einer Torte Streifen an und versuchen bei diesen Streifen bestimmte Farben fortzusetzen, damit wir dort dafür Belohnungen bekommen. Und die Belohnungen, die wir bekommen, sind Edelsteine, Zuckerwürfel im Spiel genannt, die wir in bestimmte Gläser packen und wenn die in den Gläsern drin sind, kriegen wir dafür dann diese Bonuschips. Hier sieht man, wie so eine Reihe aussieht. Hier in dem Fall zum Beispiel wäre, dass er hier für diese Fortsetzung einen rosafarbenen Edelstein bekommt, hier einen blauen Edelstein, weil diese Tortenfüllung über 2 Streifen geht. Henrys Hennen. Ein Spiel im, Doodly-Doo-Universum. Man muss einfach, nachdem man eine Karte hingelegt hat, benennen, wer jetzt die Mehrheit hat. Funktioniert folgendermaßen. Ich lege eine Karte hin und sage, ich habe die meisten Eier. Dann legst du eine Karte hin, dann sagst du, wir haben die meisten Eier. Und wenn ich jetzt diese Karte hinlege, sage ich, du hast die meisten Eier. Also wir, ihr, du, aber das ist noch nicht genug, sondern es gibt auch noch den Henry. Wenn der jetzt hingelegt wird, der zählt die Eier. Da muss man dann 1 sagen, weil es ist genau ein Ei, was die Mehrheit hat. Hier wäre es jetzt die Aufgabe, was würde Henry sagen? 3. 3. Richtig. Und dann wird diese Karte draufgelegt. Jetzt ist es wieder ihr. Weil die beiden die Mehrheit haben. Okay. Okay. Und es ist keine Zahl, weil Henry ja abgedeckt ist. Beim Gleichstand aufs Spiegelei hauen und das quietscht sogar. Als nächstes Quobbel. Auch das ein schnelles Spiel. Wir haben Begriffskarten. Auf diesen Begriffskarten gibt es Bilder, zum Beispiel hier Papagei. Und das Wort Papagei rückwärts geschrieben, wenn jetzt diese Karte aufgedeckt wurde und die Karte wird zusätzlich aufgedeckt, muss ich auf diese Karte draufhauen, immer die zuletzt, die ältere Karte, um dann das Pärchen zu gewinnen. Es gibt jede Karte 4-mal, 2-mal als Bild, 1-mal vorwärts geschrieben, 1-mal rückwärts geschrieben. Okay. Hier zum Beispiel Zwerg. Agent Doc, das 4. Spiel aus dem Doc-Universum, wieder
idealerweise mit 4 Leuten spielbar als Mannschaften. Und das Besondere ist, wir haben diesmal verdeckte Figuren, also Agenten, die unterwegs sind. Und jeder darf die Agenten bewegen und natürlich seine eigenen Figuren. Was er dann mit diesen Agenten tut, ob er dann eventuell seine Gegner schlägt, das ist den Spielern selbst überlassen. Ist natürlich auch ein bisschen Gehirnschmalz notwendig, damit man sich merken kann, wer welche Figur hat. Funktionieren tut es folgendermaßen: Wenn ich von hier aus jetzt loslaufe und spiele eine 5, 1, 2, 3, 4, 5, lande auf einem Loch, dann drehe ich die Figur um. Ab sofort ist nicht mehr ersichtlich, dass das blau ist. Kommt sie wieder auf ein weißes Feld, wird sie wieder auf die Nicht-Inkognito-Seite gedreht. Agent Doc. Spieldauer ungefähr eine Stunde, 2 bis 4 Spiele ab 8 Jahre. Skull Queen, ein Stichspiel, bei dem es nicht darauf ankommt, möglichst viele Stiche zu machen, sondern möglichst die höchste oder die niedrigste Karte zu spielen. Jeder Spieler hat eine Blanke und auf dieser Blanke bewegen sich Piraten. Ich habe die Piraten in den Farben, die es auch im Stich gibt. Also wir haben hier Blau, wir haben Gelb, wir haben Rot. Und wenn ich in Rot die höchste Karte spiele, dann geht Rot einen Schritt nach vorne. Spiele ich die niedrigste Karte, geht meine Rote einen Schritt nach unten. Das Besondere ist, dass ich mir vorher überlegen kann, wo starten meine Piraten und mit welcher Seite möchte ich spielen. Möchte ich gerne lieber nach unten, um viele Punkte zu bekommen, oder ist mein Ziel, nach oben zu kommen, um viele Punkte zu bekommen? Spiel für 2 bis 6 Spieler, Spieldauer ungefähr 20 Minuten. Ab 8 Jahre. Und kommt hier auf der Messe super an. Ich glaube, die ersten Exemplare sind schon ausverkauft. Stau vorm Bau, wieder ein Kinderspiel, ein Ablagespiel, können aber auch Erwachsene durchaus mitspielen. Wir haben Musikanten in verschiedenen Farben und die stehen alle an und wollen gerne der Königin, der Ameisenkönigin, ein Ständchen bringen. Ich habe 2 Karten auf der Hand. Ziehe eine Karte nach und lege jetzt diese Karte hier an. Wenn ich es schaffe, dass es das gleiche Instrument ist, da ist eine 2 drauf, kriege ich diese 2 Karten als Gewinnpunkte, die mit in der Reihe drin stehen. Wenn ich nur eine blaue Karte ablege, passiert nichts, aber es kriegt auch niemanden Vorteil. Wenn ich jetzt diese Karte ablegen müsste, bekommt mein Vorgänger eine Karte als Gewinnpunkt. Also es ist einfach ein schönes Ablagespiel, welche Karten spiele ich zu welchem Zeitpunkt. Ja, jetzt habe ich bei der Masse der Spiele eins vergessen, und zwar den Fabelwald. Auch das ein Kinder- und Familienspiel. 2 Varianten gibt es. Die einfache Variante ist, dass wir uns in einem Wald bewegen. Es sind so kleine Memory-Elemente drin, kleine Ärger-Elemente, und ich versuche, meine 3 Orte zu erreichen, ohne dass ich dabei Trollen, Drachen oder Zauberern über den Weg laufe. Also ist ein kleines bisschen Memory drin, ein kleines bisschen Ärgern. Ich kann dem anderen eventuell mal so einen Drachen vor die Nase setzen. Also ein sehr schönes Familien-Kinderspiel.